Ja, dann würde ich doch mal an der Stelle einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier zu einer Folge vom Landwirtschaftssimulator 17 hier auf dem Community Server von Gott, wie hieß die schon wieder? Oh Gott, jetzt habe ich es verloren. Kyffhäuser, genau. Oh, ja, genau. Ja, genau, die Kyffhäuser ist es. Und diesmal bin ich aber hier nicht allein. Und zwar, ich habe noch zwei Leute dabei. Und zwar zum einen unseren Gründer, unseren Gothic-Teufel. Guten Abend. Und den lieben Sandmann. Guten Abend. Ja. Und ja, wollen wir mal hier ein bisschen produktiv sein. Ja, für Donnerstag. Genau. Für Donnerstag, für den Community-Stream, der dann starten soll, wenn alles gut geht. Ja, und Gothic verreckt Ja. gerade so leicht. Alles gut. Okay. Ich bin nämlich nicht getrimmt auf 3 Milligramm Nikotin auf Lunge. Das ist so interessant, ne? Das Schneidwerk war gerade unten. Jetzt schalte ich Hab's es an. gesehen. Da geht's an und fährt sich nach oben. Was? Also, ja, gut. Schneidwerk, warum senkst du dich nicht? Sag mal, hallo? Was für Moden sind wir denn heute hier? Hallo? Hallo, V. Geht doch, danke. Also irgendwie wird zeitverzögert, habe ich das Gefühl. Bill. Aber leicht. Ach so, ja, jetzt muss ich wieder auf der Dings, dann geht das. So, hallo, fahren Sie mal los jetzt? Mähdrescher? Hallo? Handbremse ist draußen. Warum fährst du nicht? Hallo? Habe ich jetzt irgendwas? Warum? Soll ich mal eben gucken? Ja, warte mal. Ich probiere nochmal. F3, W3. Der will nicht losfahren, die Drecksau. Obwohl ich einen Mähdrescher ausgeführt habe. Macht er nicht? Also ich kann da. Oder macht meine Tastatur gerade nicht mit? Oder irgendwie, weil er macht nichts. Ah, okay. Boah, bei mir leckt's gerade übel. Ich sehe es, ja, der Mähdrescher, der holpert aber auch ganz schön durch die Gegend. So, mal gucken, was jetzt ist, ob es jetzt geht. So, probieren wir es nochmal. Mann, Mann, Mann. Ah, Ah. jetzt. Oh, wow. Wahnsinn. Kann es kaum glauben. So, ich fahre mal mein Rohr aus. Ja, da in Insider. Ja. Der neue Insider bei unserem Gott, hier leckt es Community. aber gerade auch ein Weil bisschen. gestern war es echt wieder brutal, Jetzt hat er sich wieder gefangen. Jetzt läuft er wieder stabil auf 70 FPS. Jetzt ey. solltest du es aber wieder einklappen wegen dem, an den Bäumen vorbei. Insel? Ach so, da hinten und so. Okay. Ja, fahre ich es wieder ein. Mann, Sani, der wollte kotzbrein, was er für ein langes Rohr hat. Ja, kann er ja. Kann er gleich wieder auf der langen Tour, auf der langen Bahn. Ja, genau. Kann er mit seinem dicken Rohr prahlen. Hust, hust. Wo sind wir denn überhaupt? Ach, da oben in der Ecke sind wir, weil ich muss ja noch gleich irgendwie den Weg zum Hof finden. Jo, findest du schon. Ach, wir Kann sind ich hier auch oben am abholen, Säge. wirst es nicht. Bin am Sägewerk, alles klar. Das wird schon. Ja, der frisst aber auch schon wieder Diesel, Alter. Ja, wenn du das mit dem großen Fendt 3-Achs machst, dann ja. Ja. Wann frisst der mal keinen Diesel? Ich bleib stehen, damit du genug Sch Spendradius hast. Ventradius, jawohl, jawohl, jawohl. Bin ich ja nicht am Häckseln, da muss ich ja nicht mitkommen. Oh, warum fahre ich so rum? Weiß ich auch nicht, genau. Hallo, rückwärts. Also irgendwie leckt es bei mir gerade hier irgendwie. Ja, mit mir auch hier und da. Flüssig läuft es gerade nicht so. Ja gut, warum es bei mir leckt, ist klar, durch den Reload, Reinstallierung. Ach ja, stimmt, ja, das ist ja. Der Cache bei mir ziemlich platt. Gott, ja. Ja gut, aber bei mir hat er auch ganz schön zu knabbern gerade. Keine Ahnung. Und das ist eigentlich nicht
nicht normal. Das macht er eigentlich bei mir selten. Ich habe eine gute. Ich habe das auf 50k gesetzt. Oh, Tobias ist wieder ein Terrors. Also der weiß auch nicht, was er will, der Junge. Wir hatten das ja schon mal gemacht, dass wir hier einen Spielstand aufgemacht haben auf der Leitung. Ja. Ja, wie gesagt. Ja. So. Steuerung muss ich auch noch komplett wieder einstellen. Work. Dann müssen wir mal gucken, Sandmann, falls das bei dir jetzt wirklich der Fall ist, wegen deinem Let's Play etc., wenn das alles weg sein sollte, müssten wir uns vielleicht mal unterhalten, das wäre, ob du vielleicht eventuell Interesse hättest, dann könntest du ja bei mir mit einsteigen. Dann überlegen, ja. Brauchst du nicht selber eins, dann machen wir eins zusammen, weil ich glaube, da hätten wir beide was von. Boah, Monsterleck. Ich hab's gemerkt. Ja, natürlich. So ist jetzt nur, ich hatte angefangen mit Seasons, ich war fast im Herbst. Ich weiß. Boah, ja. Weil ich deine Let's Plays ab und an mal so kurz mir mal so Übersicht geholt habe, was du so gerade machst. Also durchgestöbert. Genau. Also genauso wie ich bei dir. Ich habe ja auch den Season mal drauf. Also ich wollte ja auch, bin ja auch damit gerade dabei. Deswegen bietet sich das ja an. Ja, da kann man gerne drüber schnacken. Jo. Das wäre vielleicht. Ja. Mein bis Folge, lass mich nicht lügen, ich glaube 94 habe ich jetzt noch auf Platte liegen. Okay. Ja, da hast du ja ordentlich vorproduziert. Also ich habe jetzt bis Dienstag habe ich und dann ist bei mir Ruhe. Gut, dann habe ich noch Formel 1 jetzt 2 Folgen, also ich komme bis Donnerstag. Jetzt mit den Folgen, die ich heute aufnehme, gut, kriege ich die Woche rum. Da, oh, passt schon. Dann können wir nächste, ich kriege die mehr als gut rum. Oh, ne, gut. Ja, überleg mal, ein Video pro Tag, beziehungsweise Crew bringe ich 2 am Tag. Mhm. Bin ich bei 4 Projekten. Oh ja. Bei nicht vielen Folgen in der Woche. Ja. Also wie gesagt, ich tue pro Tag 3 Folgen raushauen. Ja, ich bin auch im Liegen, aber dafür habe ich dann zu wenig auf Platte liegen von GTA zum Beispiel. Achso. Oha, leck. War übelst. Alter, was geht denn jetzt hier? Ruckelparade. Ja. Das war jetzt schon heftig. Aber so kann man doch auch schön ernten, oder? Ja, so ist geil. Auch nicht stehen bleiben, der Abfahrer macht alles. Ja, genau. Wie es sich gehört. Ich meine, ich kann mich auch an den Feldrand stellen und warten, bis die Karre voll ist. Ja, aber das ist ja dann. Kannst du lange warten, das ist nämlich die du umgemoddet hast. Und da ist der Tobias wieder weg. Ja, was das angeht, haben wir doch ein paar Privatmods drauf. Oder privat geändert. Mhm. Allein die Fahrzeuge, die ich geändert habe. Oh, hallo, leck. Ruckel. Oh ja. Boah, übel. Alter. Boah, hier bleibt der Alter. Bleibt was stehen und dann doch nicht. Also irgendwie stabil ist anders. Ja, stabil ist echt anders. Auf welcher Map bist du denn im Moment dran, Wiesel? Winsbach. Auf der Winsbach? Ja, also auf der vom Mod Contest. Ja, ja. Da hatte ich doch den Server drauf laufen. Ja, genau. Ja, wie gesagt, können wir gerne mal drüber schnacken. Mhm. Weil du hast da garantiert schon ein paar Mods drauf laufen. Ja, also so die ich in meinem Mod-Ordner drin hatte. Gut, da war ich sowieso noch am Überlegen, ob ich die aussortiere und mal gucke, was ich nehme, weil ich habe die ja einfach so für einen Singleplayer habe ich jetzt nicht groß aussortiert. Müssen wir ja mal gucken. Ich habe bestimmt auch den einen oder anderen Wunsch. Jo, deswegen. Also. Das kriegen wir schon irgendwie noch hin.
Dann müsste man nur einen, müsste man nur am besten dann einen Tag fix machen, wo man dann sagt, gut, wir ziehen mal den 12 Aufnahmen durch. Ja, so ist es. Richtig. Und dann muss ich halt gucken, eventuell hat ja vielleicht Matti oder so noch Lust, dann können die ja mitmachen. Ja. Sind wir halt mehrere dann. Ja. Wir machen uns nicht so doll, wenn dann nicht so doll abhängig, statt mal so parallel hochladen, oder? Nee, ach, das müssen wir nicht. Das ist gut. Ja, wir könnten ja auch mal dieses World auf Dingsens World of Tanks zusammen machen. World of Tanks spiele ich gar nicht so. Ich spiele World of Warship, man. Ja, genau, meine ich doch. Finde ich persönlich interessanter, weil ich interessiere mich eher für die Marine als fürs Heer. Weil ich finde das Spiel auch nicht verkehrt, das bringt Spaß. Wenn die da die Kanonenschläge fressen. Weil da musst du echt überlegen, wie schießt du am besten, damit die auch einschlagen, weißt du? Und das finde ich halt ziemlich geil. Ihr habt das verpasst im Stream heute. Heute Morgen. Ihr habt heute Morgen im Stream was verpasst bei mir. Wieso? Ganz einfach, ich hatte Langeweile und war gerade sowieso World of Tanks am Updaten. Hab dann so mal in meiner Bilderkiste gescrollt und hab davon ein paar im Stream gezeigt. Okay. Da waren unter anderem zwei in Uniform dabei. War ich noch beim Bund. Waren zwei dabei. Sieht gerade irgendwie auf der Karte aus, ob euch gerade fahren tut oder so. Ja, das kann ich mir vorstellen. Alter, ich hab einen 70er Ping auf den Server. Ja, aber normalerweise nicht so halt. Wiesel, keine Panik, ich weiß schon, wie man fährt. Das ist gut. Wenn der Drescher drehen muss oder Häcksler. Ja, ich habe eher so das Problem, dass durch die Lags manchmal ich rückwärts eingebe, der aber gar nicht reagiert und dann irgendwie und jetzt wieder ruckel. Gott. Oder soll ich den vielleicht etwas höher setzen oder so? Also irgendwie hat der FPS-technisch oder irgendwas, Performance-technisch hat er Probleme im Moment irgendwie. Ja, das ist auch, wenn ich persönlich jetzt Richtung Hof runter gucke, dann gehe ich von 80 FPS auf 30 runter. Ich kann gerne nochmal den Server nochmal den Spielstand nochmal kurz downlegen. Aber und dann nehme ich das höchste. Nicht jetzt. Also wenn die Folge zu Ende ist, dann machen wir die Folge noch durch und dann. Dann ist mir dann auch egal. Das ist mir dann auch egal, aber nicht während der Folge. Nee. Irgendwie kontra. Das ist echt kontra. Deswegen. Ja, leck. Ja, ich hab mitgeleckt von daher. Ja. Das klang jetzt auch irgendwie wieder falsch. Sie sagt alles auch. Oh Gott. Und ja, das da echt sowas von erprobt. Sagt ihm, wenn nicht, dann kommst du dann. Ja. Wird schon wieder niveauvoll in der Aufnahme, ich merk's. Ja, oh, da kommt ein Grafik angeruckelt. Jetzt brüllt er mich schon wieder von der Seite so ins Ohr. So, Wiesel, du kannst übrigens per Maus das Rohr auch nochmal separat etwas genauer über den Hänger stellen, ne? Ach so, geht das? Ja. Das Rohr lässt sich von deiner Position aus bewegen. Ja, ich merk's. Geiles Feature, hab ich einen guten Mod gesucht, ne? Ja, sehr schön. Dafür, dass davon bestimmt schon mittlerweile 5 Aktualisierungen gibt. Okay. Echt? Natürlich, an dem wurde auch weitergearbeitet. Aber ich hatte jetzt keinen Bock, jedes Mal das Update runterzuladen und die Aktualisierung zu ändern. Weil hast ich hätte irgendwie mitbekommen, dass sie den Fan T-Rex irgendwie erneuert haben? Nein, noch nicht. Wurde mir irgendwie im Schwimmbeige mitgeteilt. Das ist doch schön, der ist ja nicht geändert worden und nichts. Du
Ist euch mal aufgefallen, dass die Schlammfetzen den LKW brutal abbremsen? Ja. Ist mir aufgefallen, dass wenn du da durchknallst, dass die Verdreckung steigt? Ja. Daran liegt das. Ich find's lustig, darüber zu brettern. Ich find's lustig. Aber ich sag mal so, den Drescher, ja, ich guck demnächst mal nach einer Aktualisierung von dem Drescher. Dann mache ich die fertig. Ist er jetzt dadurch besser geworden? Ja, die haben da irgendwas dran, die haben da drin gearbeitet. Ich denke mal, optisch haben die dran gearbeitet, Funktionsweisen wurden da ein bisschen geändert. So viel ich da mitgekriegt habe. Nur ich muss den ja dann so oder so wieder ändern auf die großen Felder. Wiesel, spielst du eigentlich mit Drive Control? Im Moment, also jetzt hier nicht. Generell meine ich. Ach so, ja, ja, Drive Control habe ich mit drin. Das ist schön. Aber da muss ich dann, wenn ich Drive Control drin habe, muss ich entweder der Handbremse oder das Gearbox dann rausnehmen, weil sonst irgendwas beißt sich da miteinander. Da habe ich dann Probleme. Ich weiß, aber habe es noch nicht rausgefunden, was es ist. Aber ja. Ich habe das jetzt noch rausgefunden mit dem Gyros-Addon, dass sich das da so ein bisschen wegen Tasten, das da kann, ein bisschen überschneidet. Ja, ja, das kann Sinn. Nee, ich habe das, das Problem, dass ich manchmal, wenn ich eigentlich anhalte und noch nicht die Handbremse gezogen habe, dann der fängt an weiter zu rollen. Das ist das Gyros-Addon. Ah, schön. Aus dem einfachen Grund, beim Schlepper ist es so, lässt du die Kupplung los, rollt der. Ah. Ja, bin ich auch wieder schlauer. Halt bis zu einem gewissen Gang. Ich meine, der würde da auch im höchsten Gang machen, nur dann säuft er eher ab, bevor er anfängt loszurollen. Ja, ja. So wie beim T-Rex. Richtig. Also das ist eine Sache, die haben die älteren Schlepper vor allem mit Gangschaltung. Die Stufenlosen haben das nicht mehr. So habe ich fahren gelernt damals auf dem Schlepper. Ah. Erst Gang rein und Kupplung langsam kommen lassen. Hm. Jeder bei den älteren Autos auch. Du hast nur Kupplung kommen lassen. Wollen die an. Hm. Gut, ja. Kann wirklich sein, ne? bei einem alten T4, da funktioniert das. Nee, aber das haben die einfach nur realistisch mit übernommen beim Gearbox Allow. Ja. Du musst dann entweder länger die Bremse gedrückt halten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vorher war es ja der Klaasmann Lieblingsradler, mittlerweile ist das der T-Rex. Ja, mit dem habe ich dir was angetan, ne? Mhm. Obwohl mit Doppelbereifung sieht er echt brutal aus, ey. Ja, das Problem war, mit Doppelbereifung haben die nicht ganz überdacht. Die Reifen berühren sich. Das stimmt. Das sieht natürlich dann wieder unter aller Kanone aus. Vor allem, wenn du einlenkst, ja. Ja, komm, fahr los. Hallo? Dritter Anlauf, dann hat er mal den Tempo mal angefressen. Also das ist irgendwie nicht ganz optimal. Irgendwie überhaupt keinen Bock, alter Fettzinn zu besamen, ne? Naja, klappt der nicht so ruhig, ne? Aber was ich halt eben bei Decker hart und geil finde, dass sie die Felder so übelst gemacht haben, Alter, dass du teilweise Trecker auf das Fliegen lernst. Warum lernst du das Fliegen?
So wie die Trecker da teilweise schaukeln. Ah, das liegt aber an der Bodenbeschaffenheit. Die haben sie ziemlich brutal gemacht, muss ich sagen, auf den Feldern. Ja, die haben sie ein bisschen überrealistisch gemacht. Also, ich wurde noch nie so durchgeschaukelt auf einem Stoppelfeld. Aber beim Abfahren wurde ich noch nie so durchgeschaukelt wie hier. Ich sag mal so, hast eine nette Frau dabei, kann es lustig werden, ne? Ja. Ruckel, ruckel. Ja. Ich wollte nur was für die, jetzt kommt. Weißt du? Also an schlechten Tagen habe ich mich allerhöchstens festgefahren, aber trotzdem wurde ich dann nicht so durchgeschaukelt. Aber wo ich habe letztens ein Video gesehen, so eine Frau auf dem Trecker kann ja auch was Erotisches sein, ne? Wie schnell fährst du, Wiesel? 9 Stundenkilometer? Ja. Dann zwischen 9,5 und 8,6 irgendwie. Laut. Laut. Daniel, welchen Träger hast du gerade? Fendt 724. Meinst du, dass er mit der ganz großen Gruppermaschine klarkommt? Weiß nicht, wie viel Leistung der hat. Das Maximale. Macht 670 PS. Nee, keine Ahnung, der müsste ja irgendwo bei 200 PS liegen. Ja. Glaube ich eher nicht. Ich glaube, da gibt es dann ein leichtes Problem in den Feldern hier. Ach scheiß mal, ich gruppe erstmal dann. Ich habe schon ein Problem beim Rückwärtsdrücken hier gerade. Wieso? Dass es bergauf geht. Aber er schafft das. Ja, so gerade. Gerade so. Komm angeschlichen. Beim Anziehen verliert er teilweise die Bodenhaftung vorne etwas. Kann sein, dass er kein Gewicht vorne hat. Nö, der hat kein Gewicht. Aber Reifengewichte, Radgewichte hinten. Hauptsache Gewicht. Ja, genau. Gewicht muss sein. Jawohl, mit dem Gearbox Add-on überlegt man sich ja teilweise zweimal, bei welchen Arbeiten man Gewicht drauf tut und nicht. Ab mehr. Ja, das stimmt. Vor allem dann in Kombination mit dem realistischen Ladegewicht. Ja. Kannst du mit Gearbox vergessen? Och, es geht, spiele ich immer mit, die Kombi. Ja, aber wenn du das Gearbox Add-on, das frisst ganz schön viel Leistung des Treckers. Weiß ich, das macht den Trecker realistischer. Das Fahrverhalten vom Schlepper. Aber ich weiß, dass es vom Spiel her mehr Leistung da ist. Eigentlich viel zu viel Leistung für die Schleppermodelle. Also so ein 200 PS Schlepper, der bringt ja Leistung von einem 800 PS Schlepper. Was ich irgendwie ziemlich krass finde, ich habe bei den Fan T-Rex mit der größten PS-Anzahl, und du weißt ja, wie hoch die PS-Anzahl ist. Ja, 600 oder 800. Nee, 1000, noch was. Ja. Da geht er teilweise in den Knien beim Gruppern. Also, ja, weil Gruppern mit einer der anstrengendsten Arbeiten ist. Gibt. Robben ist da, wo die meisten Schlepper, älteren Schlepper bei kaputt gehen und flügen vor allem. Weil es flügen mich normalerweise anstrengender. Ja, ja. Aber sowas wie säen, spritzen, abfahren, das ist keine Belastung.
Nein, du hängst einen halben Meter am Schlamm. Da haben wir kurz gestanden, ne? Da war mal ganz kurz wirklich stimmt. Standmodus, ja. Ach ja. Nee. Nee, gut. Gibt es hier Feldeinfahrten? Ja. Bestimmt, ja. Hab noch keine gesehen bei dem hier, du? Nö. Gut. Ich bin jetzt bei 91%, nicht, dass ich nachher quer hier über den über das bisschen Grünstreifen bretter und wir haben nachher eine Feldeinfahrt. Ja. Ja, nicht, dass du da so scharfe Kritik erntest, weil ich hier über den Grünstreifen bretter. Achso, ja, ne, das soll ja nicht sein. So. Keine Ahnung. Da musst du Gothic fragen, der wird das wissen. Oder auch nicht. Ich wollte gerade sagen. Aufpassen. Also merkt ihr, Leute, ich bin hier immer das Opfer. Du bist voll. Ach nee, doch nicht, was? Komisch, okay. Gerade eben wollte er nicht, jetzt macht das wieder alle. Ja, ja, gesehen. Jetzt wurde so ruckelt. Ja. Wollte ich sagen, ich bin ja erst bei 95. Ja, ja, irgendwie. Ganz, ganz komisch. Und irgendwie brauche ich dann mal einen Schluck Diesel. Da musst du zur Tanke fahren zum Dieselkäufer. Weißt du, wo die nächste Tanke von dir oben ist? Ja, in Richtung Ikea und Wasserwerk. Ja, super. Solltest du also gleich mal losfahren. Ja, Chris hat Chris den Rest noch runtergebissen? Ja, ja, klar. Aber dann nimmst du den Rest einfach mit. Ja. Alter, wenn er mal rückwärts fahren würde. Ich weiß auch gerade, ich weiß nicht, welchen er gekauft hat, wegen Schneidwerk. Je nach Schneidwerk und je nach Ausführung hebt das Schneidwerk den vorne ein wenig an. Achso. Ich hab den Holland genommen, den mit dem Raddingsens. Das sehe ich auch. Ich weiß aber immer noch nicht, welche Ausführung das vom Lexion ist. Was der kleine ist oder der ganz große. Der ganz große. Aber der hat damit eigentlich weniger Probleme. Den Rest hole ich mir auch noch. Ich fahre erst mit 100% ab. Oh! Da siehst du mal, hast du eine Folge mit Träumabfahrer. Richtig. Weiter oben steht noch ein Streifen. Ja, ja, hier vorne das kleine so. Eckchen noch und dann fahre ich den Rest oben noch. Los! Los! Ah! Gib mir deinen Samen! Ich wollte echt anfangen zu saufen. Ja, das ist so. Ja. Das habe ich nie gesagt. Nein. Das gibt's nur auf Video. Ach nee, das stimmt ja auch noch. Oh. Dam, dam, da. Demnächst lese ich in meinen Kommentaren nur noch, gib mir deine Samen. Naja, es kommt ja drauf an, von wem der Satz kommt. Ja, ja. Also, wenn es männlicher Natur ist, da würde ich mir Gedanken machen. Alter, ich habe gerade einen über 1000er Ping. Ja, ich stehe ja gerade.
Ach, du hast gerade auch so einen fetten Ping? Ja, huch. Ich steuer gegen, dabei. Das sieht geil aus, was ihr da hinten macht. Ja, ich gebe ihm meinen Samen. Jetzt will ich ihn nicht mehr. Es ist abgelaufen. Voll. Ja, die 2% musst du jetzt mitnehmen, wa? Ja. Ja, toll. Weißt du, was schlimmer ist? Ich muss für diese 2 Körner gleich nochmal extra fahren. Ja. Das ist richtig schlimm. Du kannst auf dem Schneidwerk X drücken, dann fällt er das Schneidwerk aus. Ja. Le Reifen. G, X und Q. Dankeschön. So, warum kuppelst du es nicht ab? Hast du hier dieses manuelle Abkuppeln? Nein. Ja. Leck. Deswegen. Egal. Ja, ich merk's. Also wenn ich gleich auf der Seite liege, wisst ihr warum, ne? Ja. Oh, noch schlimmer. Ich steh, glaube ich, jetzt in so einem Schlammloch drin. Bei mir bewegt sich gerade nichts vorwärts. Ah, jetzt. Oh, Alter. So, meine lieben Leute, ich würde aber an der Stelle jetzt erstmal einen kleinen Cut setzen. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme hier wieder. Und ja, dann würde ich sagen, bis demnächst, bis zur nächsten Folge. Also vor den Drakar sollte auch ein größerer Schlepper. Achso, ja, tschüss. Tschüss.